Metal-Leute, Servus und willkommen bei, ja, einem saugeilen Spiel. Wir werden eine 100% Let's Play daraus machen. Tony Hawk's Downhill Jam. Wir werden eine 100% Let's Play daraus machen, allerdings nur in Bezug auf alle Strecken, alle Boards und alle Skater. Halte erst zwei gedrückt, um in die Hocke zu gehen. In die Hook. Jetzt mache ich mir noch mal kurz meine schöne nasse Dose auf. Und wir bekommen noch die erste Strecke freigeschalten. Das ist auch immer ziemlich cool. Ein bisschen Make-up hat noch keinem geschadet, oder? Ich meine, wenn dir jemand einfällt, der noch dringender etwas Farbe braucht als sie, bitte, sag Bescheid. Oh Mann, ey. Die Tiffany ist eine typische Tusse halt. Bist du mit Crash zusammengekommen? Tja. Er lag bewusstlos auf der Straße hinter meiner Wohnung. So wie meine letzten vier Freunde eigentlich. Oh Mann. Alter Falter. Manche Frauen. Ich habe schon fürchterlichere Dinge im Gewürzregal meiner Großmutter gesehen. Dann ist deine Oma also so eine Voodoo-Tante, ja? Nein, nur sehr senil. Und sie vergisst ihr Gebiss und ihre benutzten Taschentücher bei den Gewürzen. Und das soll schrecklicher sein. Die Zeit läuft ab. Erreicht. Außerdem war das ganz schön rassistisch, wenn man es so bedenkt, ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ja, übrigens, hier ist es so gut wie unmöglich mit unserem momentanen Können. Autsch. Hier ist es so gut wie unmöglich, mit unserem momentanen Können, Erster zu werden. Weil Gunnar, der hier ein Aussehen hat, boah, der ist so gut wie unschlagbar hier. Alter, das weiß ich, weil ich das schon 100-mal probiert habe, damals privat, vor, weiß gar nicht wie lange. Glückwunsch. Hä? Warte, stopp. Was soll der Quatsch jetzt? Ich habe noch nie diese Sprünge versaut, warum jetzt auf einmal? Das wird der vor mir? Alter, der ist vor mir. Alter, warum stürze ich jetzt gerade? Warum zur Hölle? Also man merkt schon, die Tricks sind meine Stärke. Ey, Alter. Was zur Hölle? Warum? Ey, sag mal, warum habe ich keinen Speed? Ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, ich hätte das schon noch gerissen, denke ich, aber trotzdem, das kann ja wohl gar nicht sein. Was ist denn jetzt auf einmal los, ey? Spiel, und dafür ist es auch gedacht, dass man eben... Boah, sag mal! Was zur Hölle? Was soll denn der Scheiß? Immer diese unlogischen Fehler dann. Ey, komm, leck mich doch. Immer diese unlogischen Fehler. Mann, jetzt bleibe ich ja noch an dem verfickten Mikro hängen. Mann, kotzt mich das gerade an. Was zur, ich hab Neustart... Ich hab nen verfickten... Warum überspringst du jetzt eins? Jetzt bin ich an dem scheiß Mikro hängen geblieben, ey. Boah, sowas kotzt mich richtig an. Warum springt er jetzt wieder so schief? Was soll denn der Scheiß? Bin gerade drauf gefahren, also kann er nicht schief springen. Jetzt fährt er nicht auf die scheiß Rampe. Okay, weißt du was? Ich habe einmal gedrückt, keine zweimal. Mann, jetzt könnte ich wieder ausrasten, ey. Es ist jetzt schon wieder so... Boah. Total unrealistisch. Ich meine, klar, das ganze Spiel ist unrealistisch, aber ich meine, wenn ich da was drücke, dann hat er auch das zu machen. Aber ich erinnere mich, dass das früher schon
Die Steuerung von dem Spiel ist einfach total ungenau. Ist halt leider das Problem bei den Wii-Spielen gewesen. Woran bin ich jetzt bitte gestolpert? Ey! Was soll denn das? Boah, immer diese Scheiße da! Warum? Du bist gesprungen und hast den Grind gemacht. Warum also? Was soll jetzt der Quatsch? Ach, leck mich doch. Leck mich einfach, Spiel. Weißt du was, Spiel? Du sollst nur einmal runtergehen, nicht zweimal. Du kannst mich mal spielen. Ohne Scheiß. Aber ganz ehrlich, wer jetzt lacht, der kann mir gar nichts. Spielt mal Downhill Jam. Ganz im Ernst. Das ist nämlich gar nicht so einfach von der Steuerung, vom Steuerungsskill her, wie ihr euch vielleicht vorstellt. Ich weiß nicht, ob das einfach an den Unvermögen von Nintendo da oder halt von den Entwicklern lag, das hinzubekommen ordentlich. Auf jeden Fall scheinen sie da richtig Probleme gehabt zu haben. Oder warte mal, nein. Ich nenne ihn Hawk. Das klingt irgendwie, als wäre er Indianer. Aha. Oder ein Vogel. Oh, yeah. Ja, für diejenigen, die nicht so gut Englisch können, Hawk heißt, glaube ich, Falke, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es macht mich krank, wie hier die Regierung die Slums von Rio bunt und fröhlich angemalt hat, damit die vielen Touristen, die jedes Jahr in die Stadt kommen, das Elend nicht sehen. Aber da gibt es auch ein paar echt gute Grinds. Oh, das sind immer die zwei Seiten. Wer kennt's nicht von uns? Ein guter Grind ist eben immer eine Menge wert. Man muss auch wissen, welche Abkürzungen man nehmen sollte. Ach, leck mich doch. Leck mich einfach, Spiel. So müsst ihr immer denken, Leute. Ich bin der Beste. Es gibt keinen, der besser ist als ich. Ich bin der beste Mensch, den es gibt. Und genau auf die Art und Weise kommt ihr dann nämlich auch weiter im Leben. Naja, nicht unbedingt, aber... Hep! Was zum... Warum fliegst du nach links? Warum? So. Warum? Warum? Da zeigt sie mir doch sogar den Pfeil an, Alter. Ich darf da aber nicht runterspringen oder was? So, sein Pech, weil ich habe nämlich Kopfhörer auf und dann höre ich nämlich, aus welcher Richtung er kommt. Oh Mann. Na also, das schafft. Wir haben sogar Gold bekommen. Haben wir jetzt eigentlich auch einen Rekord gebrochen? Nee. Ja, und ein neues Board. Nice. So, und das war Edinburgh. Neue Konzeptzeichnungen. Ist schon geil. Nach Schottland möchte ich auch unbedingt mal. Bekannte von mir sind momentan in Irland. Bin ja ein bisschen neidisch tatsächlich.
So, das war Edinburgh. Ja, und das war's dann erstmal für den heutigen Part. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Ja, ich denke, im Rang steigen wir nächstes Mal auch auf. Spätestens dann hier oder hier. Gut. Ja, wobei 4, 8. Ja, schauen wir mal. Spätestens im untersten dürfen wir auf jeden Fall aufsteigen. Dann haut rein. Bis dahin. Euer Drache. Und tschö, Leute. Also. Solange ich keine Typen mit kleinen Badehosen sehe, bin ich voll schnell durch Rio durch. Warum guckst du darauf, was andere Männer tragen? Warum hältst du nicht die Klappe? Hä? Als Kind habe ich das gar nicht verstanden. Jetzt habe ich begriffen, warum er das gesagt hat. Ist das die falsche Richtung? Boah, du kannst mich mal, Spiel! Wobei, wenn man Digimon einmal angeschaut hat, sollte man das auch nicht sagen. Oh. Geh mal halt nicht auf die Eier! Ja, ja. Das in Gegenwart der Frauen furzen ist immer so eine Sache. Das merkt nicht jeder. Au. Ach komm, weißt du was? Jetzt können wir es vergessen. Mann, du sollst nur einmal nach unten gehen, nicht zweimal. Verdammtes Steuerkreuz. So Sachen wie Tony Hawk's Ride oder Tony Hawk's Downhill Jam ist eher so... Ja, so mein Zeitvertreib nebenher. Aber so wirklich gut finde ich eigentlich die nicht. Gut, Leute. Servus. Oh. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen zurück zu Tony Hawk's Downhill Jam. Wann das losgehen wird, im Moment habe ich jetzt andere Projekte am Start. Eigentlich möchte ich mal mit ein paar anderen YouTubern was machen, aber ja, machen wir uns nichts vor. Das wird vermutlich leider nie was werden. Ja, ich bin gerade ziemlich aggressiv. Hat allerdings auch private Gründe tatsächlich. Ich bin gerade ein bisschen angepisst. Was ist so ein Weichei? Neulich ich so... Du Weichei. Und er so, also gar nichts gesagt, quasi. Genau, du Weichei, weil man muss ja auch immer darauf eingehen, wenn jemand einen dumm anmacht. Das war komplett krass, Alter. M. Alter. Wobei der eigentlich Bam Alter sagt, aber das hat bis heute immer noch keiner verstanden. Neues Board erhalten. Ohne Scheiß, das haben wir doch schon gemacht, oder? Jetzt sind wir wieder in Rio, jetzt machen wir wieder das Gleiche. Na gut, das ist mir jetzt gerade egal. Ah, wusste ich doch, dass wir schon weiter waren. Denke ich mir doch gerade, weil unser Charakter doch auch anders aussehen. Das kommt davon. Na gut. Okay, sorry Leute, haben wir heute ein bisschen mehr gesehen. Dafür mache ich die Folge 30 Minuten lang, dann habt ihr ein bisschen mehr zu gucken. Mich viele immer für so geldgeil halten und für so, du musst unbedingt bei deinem Hauptkanal weitermachen, weil du ja definitiv, ich hab doch eigentlich gegrindet, naja, ist egal. Leute, ich bin nicht geldgeil. Und klar, ich brauche Geld zum Überleben, so wie jeder von uns. Aber wenn ich irgendwann keinen Bock mehr auf YouTube habe, oder wenn ich vor allem keinen Bock mehr auf meinen ganzen Mist habe, der um mich herum passiert, dann mache ich eben nur noch etwas, worauf ich Bock habe. Und das ist eben im momentanen Fall Gaming. Und... Machst du dir jemals Sorgen, weil Downhill... Und ja, ich habe in den letzten Jahren immer wieder, vor allem mit Hatern und so weiter, mein ganzes Leben im Prinzip zerstört. Vor allem, was das Ganze in den letzten Jahren mit anderen Sachen angegangen ist. Und, das ist einfach nicht so cool gewesen. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, warum soll ich weitermachen? Für Leute, die es letzten Endes nicht würdigen und nicht schätzen, dass ich weitermache. Ja, es gibt, versteht mich nicht falsch, es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Zuschauer da draußen, der sich tierisch drüber freut, wenn es weitergeht. Da bin ich mir sicher, dass das so ist. Aber es ist halt leider nicht bei allen so und die Mehrheit von den Leuten ist halt einfach absolut uninteressiert daran, dass ich weitermache. Und deswegen ist es halt echt blöd für mich und macht auch keinen Sinn weiterzumachen. Oder ich habe auch gar keinen Spaß mehr daran weiterzumachen. Und wenn es mir nur ums Geld gehen würde, ganz ehrlich Leute, ich habe sich schon einen Job ausgesucht. Ach komm, leck mich doch.
Ey, komm, das ist doch unfair, ey. Da landet man an der Wand und bleibt hängen, anstatt dass man drüber fliegt über das Dach und gewinnt. So. Ey, komm. Ich häng fest. Was soll denn das? Ey, komm. Das ist doch unfair. Das ist nicht dein beknackter Ernst, oder? Ja, das ist jetzt halt die ganze Map quasi. Ach, komm schon. Ach, leck mich doch. Ey, komm, was soll denn das? Da weiß ich zu guten Abkürzung. Ach, komm schon. Im Prinzip ist es eigentlich schade, weil es ist eigentlich wirklich nur eins Tastengespamme. Mehr ist es leider eigentlich gar nicht. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. In anderen Tony Hawks, scheiße. In anderen Tony Hawks musst du halt echt deine Tricks beherrschen, dass du vorwärts kommst. Was zur Hölle soll jetzt der Schwachsinn? Na gut, von mir aus. Hä? Willst du mich verarschen oder was? Jetzt beweg deinen Arsch, du Sammel, Alter. Ey. Was zum... Du willst mich verarschen, oder? Wir haben ihn voll erwischt. Warum? Was soll denn das jetzt? Du willst mich doch verarschen. Wisst ihr was? Ihr leckt mich jetzt am... Einmal! Ich hab einmal gedrückt! Weißt du was? Ich reg mich gar nicht mehr auf. Es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Warum gehst du jetzt in den Grand, du Drecksau, du blöde? Elender Wichser! Ja, Konzentration. Warum? Warum hast du Drecksau jetzt gebremst? Warum bin ich jetzt gestürzt? Kein Problem, für dich mein Herz doch immer. Du willst mich verarschen. Natürlich, und letzter geht's natürlich nicht mehr. Du kannst mich mal. Warum? Warum geht es immer zwei nach unten? Warum dreht er sich so arg? Das ist nicht dein beschissener Ernst. Und immer zwei, immer geht er zwei runter. Warum? Ich drück nur einmal kurz an. Back durch. Dass man dann sagt, okay. Warum bist du da jetzt hochgesprungen? Ich habe den Sprung nicht einmal versaut im Let's Play bisher. Du willst mich verkohlen, oder? Du blöder Pisser. Das war wieder klar. Die blöde Drecksau, die blöde. Oh, Mist. Leck mich doch am Arsch, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum stürze ich hier jetzt? Ich habe einen Wallride gemacht. Boah, langsam kannst du mich mal. Was? Weißt du was? Fick dich, Spiel. Fick dich einfach nur. Was zum... Was zum... Ach, leck mich doch. Warum habe ich kein Bronze? Ich war Dritter. Da hätte ich eigentlich Bronze kriegen müssen. Muss man echt ins Ziel kommen oder was? Und jetzt will ich die Abkürzung richtig nehmen. Was? Warum denn? Das macht doch keinen Sinn, nicht. Warum bremst du jetzt, du blöde Drecksau? Ich weiß nicht. Ich habe nie solche... So Fame-Bitches mochte ich noch nie. Ich weiß auch gar nicht, wie man da voll drauf abfahren kann. Wenn ich gerade ein bisschen down wirke oder klinge oder so, dann... Ja.
Zum Glück können die nicht immer sehen, was in meinem Real Life abgeht. Das wäre wieder ein gefundenes Fressen für bestimmte Leute. Warum nehmen sich Frauen immer die Arschlöcher? Das verstehe ich nicht. Anstatt die Menschen, die es gut mit ihnen meinen. Wenn jetzt jemand sagt, dass ich das Arschloch bin, dann ganz ehrlich, Leute, habt ihr keine Ahnung. Vor allem ist es dann völlig Banane, nach dem, was die Frauen zu mir mal gesagt haben. Also die Hater-Frauen. Oh Mann. Naja, das ist das, was ich auch immer gesagt habe, ne? Menschen werden einfach viel zu schnell nach dem Aussehen beurteilt. Oh Mann. Ich werde nie verstehen, warum Frauen immer die Männer vorziehen, die Arschlöcher sind. Und die sie nur vögeln wollen und nicht die anständig sind und keine Scheiße bauen. Egal. Mir ist auch zweiter Platz in Ordnung. Wieso bin ich schon wieder Vierter? Die backen doch voll rum, Alter! Das ist so mies. Ey, die backen voll rum. Was ist denn das? Ich war doch Zweiter. Ach ja. Oh, World of Tanks aktualisiert sich gerade schon wieder im Hintergrund. Naja, von mir aus. Du stehst auf Tony Hawk. LOL. Stimmt, für LOL hat man früher LOL noch gesagt. Das hat man später erst LOL genannt. Oder zumindest wurde es dann erst später als LOL bezeichnet. Was soll das? Was soll das? Warum lande ich jetzt automatisch da drüben? Achso, ich wundere mich gerade, warum ich keine Nachricht mehr bekomme. Ich habe es jetzt ja geblockt. War ja wieder klar. Und ich schub's ihn so an und er fällt volle Kanne hin. Ja, und danach hat er dir vermutlich die Fresse poliert. Das ist übrigens so der Standard, sag ich mal. Das ist so der Standard eigentlich. Von den typischen, ich wurde mein ganzes Leben lang gemobbt Typen. Die Mehrheit von denen wird nämlich genau zu solchen Typen. Und dann kommen halt noch, dann gibt es halt noch so Leute wie mich, die ihr ganzes Leben lang gemobbt wurden und deswegen was gegen Mobbing unternehmen möchten. Dass ich gute Landungen hinbekomme. Weil ich glaube, das gibt echt einen Boost nochmal. Na klar, jetzt sind die schneller. Na klar, weißt du schon, jetzt sind die alle schneller gewesen als ich. Die waren alle weit hinter mir. Was soll der Blödsinn? Ich bin eigentlich in den Grind übergegangen. Und wartet mal. Mein verkacktes Mic hängt schon wieder auf 7:30. Warum? Warum? Ach komm, leck mich doch. Oh Gott, den schaffe ich doch nie. Boah, ich habe ihn geschafft. Aber den nächsten schaffe ich nicht. Alter, wie, was zu einer Hölle ist denn das für eine Scheiße, sag mal. Es gibt halt wirklich ein paar Level, die man halt einfach an den schaffen kann, wenn man ein besseres Board hat. Außer man ist natürlich ein extremer Skiller, aber das halte ich bei dem Spiel echt für sehr schwierig. Und ich bin eben nur ein durchschnittlicher Spieler. Ja, ich weiß, einige von euch halten mich für noch weniger als durchschnittlich, aber okay, das ist mir egal. Ich halte mich für einen durchschnittlichen Spieler. Ich bin kein extremer Skiller. Gut, möglichst viele Leute K.O. hauen, das kriege ich hin. Habe ich ja mittlerweile Übung, konnte den Helden ja lang genug üben. Ach komm ey, das kann man doch überhaupt nicht schaffen. Aber ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass ich so schlecht in dem Spiel bin. Also würdest du bitte aufhören zu springen, wenn du nicht gar nicht springst? Was zum... Wo bin ich jetzt gelandet? Alter! Wo zur Hölle bin ich? Mache ich gerade ernsthaft über einen Bordstein? Okay, ich werde bloß Dritter dieses Mal, wie es aussieht.
Nee, Zweiter werde ich. Nee, doch Dritter. Hä? Oh Mann, egal. In die Alpen möchte ich auch mal eigentlich. Generell möchte ich eigentlich mal ein bisschen weiter rumkommen. Irgendwie bin ich ja immer nur da, wo ich jetzt auch bin. Oh, das wird nicht einmal Silber. Egal. Die Musik ist geil. Aber vermutlich wird genau deswegen das Video wieder gestrikt werden. Natürlich, ey. Komm, leck mich. Leck mich. Leck mich einfach nur. Ich werde dieses Scheiße jetzt garantiert nicht nochmal machen mit den scheiß beknackten Slaloms. Die Slaloms lasse ich aus in Zukunft, bis wir dann nochmal an anderen Skaters spielen. Ja, wisst ihr was? Das kann mich mal langsam am Arsch lecken. Was die Sachen angeht, Silber haben wir bloß bekommen. Ich halt immer Wert auf Multiplikator. Der Multiplikator bringt einem aber nichts, wenn die Punkte... Oh nein. Nein! Meine Punkte! Ey, das war eine halbe Mille. War fast eine halbe Mille. Okay, es war Amondo. Amon. Der rausgeflogen ist. Ach, Mann, oh. Alter! Warum fährst du nicht weiter? Was? Was? Das ist nicht dein Ernst. Hey, was zum... Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Ich habe das doch immer erwischt. Jetzt habe ich die... Na klar. Hauptsache, ich bleibe jetzt schon hängen. Natürlich! Hauptsache, die können noch mal aufholen. Ich finde es auch immer lustig, dass die Hater immer irgendwas reininterpretieren in irgendwelche Geschichten. Dabei stimmt das überhaupt nicht, was ist das für ein Blödsinn von sich geben. Ich meine, er hat niemals Emala gesagt, er hat Bam Alter gesagt, aber ja. Ich meine, gut, es hört sich wirklich an wie Emala, aber trotzdem. So, ich bin auf dem dritten. Was? Wieso bin ich jetzt rausgeflogen? Gerade war ich auf dem dritten Platz. Als hättet ihr mich jetzt innerhalb von Sekunden überholt. So. Warum bin ich jetzt auf dem letzten? Das kannst du ja wohl voll knicken. Ey, vor allem, warum sind da noch zwei Leute? Ich bin auf dem letzten Platz, warum? Warum? Okay, wisst ihr was? Wir versuchen es doch einmal mit dem... Ich hab gerade gesagt, Event beenden. Was soll denn der Schwachsinn? Na klar. Wisst ihr was? Leck mich! Ich habe gerade gesagt, Event verlassen. Warum macht er das nicht? So. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Wie wäre das halt einfach nicht erschafft? Weil er plötzlich einfach rumdreht mitten im Spiel. Was soll denn der Quatsch? Warum? Warum ist der nicht nach rechts gesprungen? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich bin nach rechts gesprungen. Nach rechts! Nicht nach links! Und er ist nach links gesprungen. Und warum ist er nicht nach fucking links gegangen? Und jetzt geht er nicht nach links? Was zur Hölle ist das? Und wieder nicht nach rechts gegangen. Vor allem, ich bin doch noch durchgefahren. Ach, Manno. Ich bin gegrindet. An den fucking Grind habe ich hingelegt und der grindet nicht. Warum? Warum grindest du nicht? Warum nicht?
Ich hab gegrindet! Ich bin gegrindet, Alter! Warum bist du nicht gegrindet, du Spasti, Alter? Komm, fick dich, fick dich! Ich bin eins nach unten gegangen! Eins! Nicht zwei! Nicht drei! Nicht fünf! Eins! Und warum bist du nicht gegrindet? Wo? Ich bin nach links! Ich bin nach rechts gegangen! Nach rechts bin ich gegangen! Warum bist du nach links? Du scheiß Spaten, Alter! Was? Was? Warum gehst du nicht nach links? Du scheiß Schück, Scheiße! Kann ich vergessen, kann ich vergessen, keine Chance. Warum bleibe ich an jeder verfickten Ecke hängen, Alter? Ich bleibe an jedem Kackpixel hängen. Das sind Pixel, wo überhaupt keine Pixel sein dürften. Da bleibe ich hängen, wo ich überhaupt nicht hängen bleiben dürfte. Was? Ich habe ihn noch voll erwischt! Ich habe ihn noch voll erwischt! Ah, die Fresse, interessiert mich. Weil mich denn seine Sprüche so aufregen, habe ich jetzt wieder verlassen gedrückt. Warum? Warum? Was war das? Was war das? Was war das? Warum bist du nicht gegrindet, du blöde Drecksau, Alter? Sehr schön. Oh. Sogar einen ganzen neuen Rekorden. Rekorden, genau. Rekorden, es ist ein Rekorden. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin, euer Drache. Und tschö, tschö.